Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Aspirin-Box von Wilde Jungs. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Aspirin von Wilde Jungs, das Ganze aus dem Jahr 2013. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das vierte Album der Band Wilde Jungs. Wir haben hier eine Box im Querformat und wir sehen auf den ersten Blick, dass es aussieht wie eine Tablettenschachtel. Also wirklich wie so eine Verpackung von Medizin. Hier oben links lesen wir einmal 13 Tabletten, 5,0 Milligramm. Wilde Jungs Aspirin. Dann hier eine Tablette mit dem Aufdruck Aspirin, erinnert natürlich stark an Aspirin. Und dann lesen wir hier noch Wirkstoffe, siehe Rückseite, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. FSK 12 Sticker haben wir hier noch drauf, bedeutet wir werden noch eine DVD hier vorfinden. Hier unten lesen wir Wilde Jungs Aspirin medizinisch getestet, also zynisch. Verwendbar bis Exodus, das ist schon mal gut. Dann zieht sich hier diese Streifenoptik rechts durch, links ebenso. Eine tägliche Dosis jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Also jeden einzelnen Tag bitte einnehmen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt. Ihren Arzt? Okay. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man das eventuell absichtlich gemacht hat oder ob das hier ein Fehler ist. Und auf der Rückseite haben wir hier einerseits mal einen Sticker und zwar haben wir hier aufgelistet und veranschaulicht, was uns in dieser Box erwartet. Aspirin Limited Edition Fanbox. Diese Box enthält CD als Digipack, Bonus DVD, Fahne, Aufkleber, Schlüsselanhänger, handsignierte Autogrammkarte und 13 Aspirin Tabletten. So sieht der ganze Inhalt aus. Hier unten haben wir noch einen Barcode. Das Ganze ist erschienen über SPV und Rookies und Kings. Und dann haben wir hier noch Aspirin Limited Fanbox. 683 von 800. Das gefällt mir richtig gut. Bedeutet, diese Box war auf insgesamt 800 Stück limitiert. Und sie wurde auch noch durchnummeriert. Meine Box ist in diesem Fall die 683. So, hier haben wir dann auch noch eine Warnung. Aspirin vor Kindern unzugänglich aufbewahren. Packungsbeilage beachten. Ich bin gespannt. Also, wir schauen mal ins Innenleben. Die Box geht hier oder hier seitlich auf. Wir machen jetzt einfach mal hier rechts auf. Die Box an sich ist etwas dünnwandig, also so eine Pappbox. Und dann schauen wir mal, was sich hier drin befindet. Ich würde sagen, wir leeren einfach mal alles aus. So, die Box ist leer, das kann man sehen, also hier ist nichts weiter drin. Packen wir mal zur Seite und dann schauen wir uns mal an, was wir hier haben. Wir haben hier einmal die Fahne, eine Autogrammkarte, die DVD, einen Sticker, das Album an sich in einem Digipack. Dann hier so einen Schlüsselanhänger und tatsächlich haben wir hier noch Pillen, also Pillen, solche Tabletten. Es sind 3, 4, 7, 10, 13 Stück, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ja, 13 Stück, war ja auch hier aufgeschrieben, genau hier, 13 Tabletten, 5 Milligramm. Ja, jede einzelne Tablette ist hier verpackt in so einem kleinen Plastik, also so eine kleine Folie hier drumherum. Nachdem das Album ja schon ein bisschen her ist, wie gesagt, aus dem Jahr 2013, ist mittlerweile 7 Jahre her, hat sich die ein oder andere Tablette hier aus ihrer Verpackung befreit. So, machen wir mal hier wieder rein, damit das hier nicht ganz so eine Pulverentwicklung und Sauerei gibt. Genau, das gehört noch hier rein. Und dann machen wir die mal zur Seite. So, und wir haben noch diverse andere Sachen in Folie, nämlich Fahne, Album und diesen Schlüsselanhänger.
Die befreien wir auch mal. So, die Fahne. Dann den Schlüsselanhänger. Sowie auch das Album. So, wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Wir haben hier ein Digipack mit dem Albumcover. Und es sieht so aus, als würde hier eine Hand genau diese Schachtel, die wir gesehen haben, also die Box, in der Hand halten, natürlich in einem kleineren Format, also wirklich wie so eine kleine Tablettenbox, so eine Tablettenschachtel. Wille Jungs Haspirin. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist, 13 Stück an der Zahl. Die Beteiligten, wie gesagt, über Rookies und Kings erschienen. Dann haben wir hier den Barcode und hier einen Mund, eine Zunge, die gerade hier eine Tablette Haspirin einnimmt. Dann kommen wir zum Booklet. Hier haben wir die Lyrics, sehr schön. Also jeder einzelne Track hier komplett Wort für Wort abgedruckt. Plus wir haben dann hier noch einzelne Bandmitglieder abgebildet. Ein Bandfoto und jede Menge Text und natürlich auch weitere Fotos. Zum Abschluss gibt es dann hier noch die Credits und eine Danksagung. So, hier auch nochmal die Tracklist. Packen wir wieder zurück. Kommen zur CD. Die kommt ja auch in einer Tablettenoptik. Wilde Jungs Haspirin steht hier drauf. Und die Rückseite ist so eine vollgeschmierte Fliesenwand. Sieht irgendwie so aus wie so eine öffentliche Toilette oder ja, so eine beschmierte Toilette eben. Dann haben wir als nächstes eine DVD. Wilde Jungs Haspirin Bonus DVD. EPK Live Video. Das Ganze kommt hier mit einem FSK 12 Hinweis. Das hier auch wieder mit Sticker gelöst. Finde ich gut. Hat man nicht aufgedruckt, sondern wirklich mit einem Sticker gelöst. Inhalte DVD. EPK, Haspirin, Himmel, Böse Mädchen, Danke Schlampe, mit Vollgas durch die Wand. Also diverse Videos hier mit drauf. Und so sieht dann die DVD aus. In schwarz gehalten. Auch hier wieder in dieser Pillenoptik, in dieser Tablettenoptik. Und das Ganze in einer Papphülle. So, als nächstes haben wir einen Sticker. Ein einzelner Sticker ist hier mit dabei. Im Querformat. Hier lesen wir die Website. Und dann haben wir hier Wilde Jungs medizinisch getestet. In weiß und dunkelblau. Eine Autogrammkarte ist mit dabei. Hier alle fünf Herrschaften abgebildet und auch alle fünf haben hier unterschrieben. Also mit weißem Stift hier jede Unterschrift mit drauf. So sieht das auf der Rückseite aus. Also auch die Autogrammkarte im Querformat. Dann ist mit dabei ein Schlüsselanhänger. Wilde Jungs Haspirin medizinisch getestet steht auch hier wieder beidseitig. Und dann haben wir hier wirklich, das ist nicht zu öffnen, aber hier ist auch wieder in dieser Tablettenoptik. Ziemlich massive silberne Kette und ein großer Schlüsselring hier. Da kann man das Ganze dann anhängen, wo auch immer man möchte. So, eine Fahne ist mit dabei. Die dürfte ziemlich groß sein. Jawohl. Ist sie auch. So, hier müsste oben sein, genau. Also, die Fahne in so einem... Ja, was ist das? Türkis, blau-grün Ton. Und hier haben wir einmal alle fünf Jungs, dieses Bandfoto, alle fünf hier abgebildet. Darunter lesen wir dann riesengroß den Schriftzug in weiß. Also einmal hier, wilde, ich hoffe man kann es halbwegs erkennen, wilde Jungs. Und darunter dann groß in schwarz und weiß noch Haspirin, der Albumtitel. So, und dann haben wir an den Ecken... An den oberen Ecken, einen unteren nicht, aber an den oberen zwei Metallösen hier mit eingenäht. Bedeutet, man kann das Ganze dann wirklich hier auch an einer Schnur, an einem Seil festmachen. Und bei dieser Fahne handelt es sich um ein Produkt von 4Merch. Das Ganze ist 100% Polyester. Alles klar.
dann werden wir die Fahne wieder zusammenlegen. Ich hoffe, es gelingt so halbwegs. So, einmal. Ja, ich werde das dann im Nachhinein noch mal ein bisschen schöner zusammenlegen, aber um euch jetzt die Zeit hier zu ersparen, jetzt mal etwas unschöner zusammenlegen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch diese Tabletten, das sogenannte Haspirin. Das sieht so aus, also wir haben hier wie gesagt 13 einzelne Tabletten, die kommen in so kleinen Verpackungen. Jede einzelne Tablette ist verpackt. Wilde Jungs Haspirin ist auch hier drauf gedruckt. Das Ganze ist weiß. So, wenn ich jetzt mal kurz hier das probiere, mal kurz dran schlecke. Ich gehe mal davon aus, es ist Traubenzucker. Also rein so vom Geschmack her. So Zucker, Traubenzucker in die Richtung. Also ja, keine Sorge, es ist jetzt hier keine anderen Inhaltsstoffe oder irgendwas Medizinisches. Es ist tatsächlich einfach eine Zuckerlutschpastille, so ein kleiner Traubenzucker, kreisförmig. Und davon eben 13 Stück. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Die eben gezeigten Lutschpastillen, diese 13 Tabletten Haspirin. Dann haben wir die Fahne im Querformat. Den Schlüsselanhänger, auch dieser hier in Tablettenoptik, beidseitig hier bedruckt, geprägt in Grau und Schwarz. Die unterschriebene Autogrammkarte, alle 5 Herrschaften hier mit unterschrieben im Querformat. Der Sticker ebenfalls im Querformat. Die Bonus-DVD, die kommt in der Papphülle und natürlich das Album an sich, Haspirin mit insgesamt 13 Tracks im Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Haspirin von Wilde Jungs. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Wilde Jungs unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.